Dad, ich weiß, wie die Chancen stehen, aber wir sind die Ausnahme, okay? Warte eine Sekunde. Oh, wer könnte das wohl sein? In 2 Wochen könnte es Muffy sein. Hey, Baby. Ich mach Schluss mit dir, Sam. Wirklich? Sicher? Sehr überzeugend klingt das nämlich nicht. Aber ich bin sicher. Es gibt also keinen Grund, warum ich mich noch von dir verabschieden sollte. Wow, diesmal hat's wirklich fast echt geklungen. Weißt du was? Ich habe für dich eine Fernbeziehungsausrüstung. Ja, du bekommst eine Webcam, dann können wir rund um die Uhr chatten. Der ganze Witwicky, zu jeder Zeit. Und ich habe dir ein paar Souvenirs eingepackt von dem Ereignis, das am Handy nicht erwähnt werden darf. Ein paar CDs und Kerzen und so. Klingt gut, kann's kaum erwarten. Oh, hey. Willst du auch das berüchtigte D-Day-Shirt? Du hast deine zerrissenen Klamotten behalten? Ja, klar habe ich das aufgehoben, Michaela. Das ist wie mein Super Bowl-Shirt, da klebt mein Blut dran. Wow, du bist ganz schön von dir überzeugt, ha? Huh? Nein, gar nicht. Aber mein geringes Selbstwertgefühl ist auf einen neuen Rekordwert geklettert. Glaubst du, deine kleine Souvenirschachtel hält mich davon ab, dich zu verlassen? Du solltest wirklich mitkommen, da gibt's billige Apartments in der Nähe vom Campus. Weißt du, das geht frühestens, wenn ich meinen kindischen Vater, der gerade aus dem Knast entlassen wurde, wieder auf die Beine gebracht habe. Das habe ich gehört. Wo hast du die Kupplungsdecken hingelegt? Neben die Nockenwellen. Oh, ich liebe es, wenn du Nockenwellen sagst. Flüster das doch mal. Nockenwellen. Warum kann ich dich nicht hassen? Das ist mein Witwicky-Charme. Moment, bleib eine Sekunde dran. Also, dann machen wir wohl doch nicht Schluss. Ich bin in 20 Minuten da. Michaela, an meinem Shirt ist ein Splitter von dem Würfel hängen geblieben. Sam. Ah, nein, hier ist ein Feuer. Ah, Dad, hier brennt es. Aufhören? Ja, gut, jetzt ich auch. Dann trag du ich das doch. Ich will dich. Okay. Oh Gott. Wow. Weißt du was? Ich will überhaupt nirgends mit dir hin. Ich will mit dir nicht nach Frankreich. Ich will mit dir nicht mal um die nächste Ecke gehen. Na schön, ich geh wieder rein. Ich ruf dich dann aus Paris an. Da! Oh.